Mein Name ist Jörg Finken, ich bin Vice President für Biosciences bei Fresenius Medical Care, einem Weltmarktführer für Medizinprodukte, die sich immer wieder die Frage stellen müssen, wie verkaufen wir unsere Produkte und kann man solche Produkte zum Beispiel wie Kernseife verkaufen. Kernseife ist zurzeit ein Massenprodukt, das problemlos eingesetzt werden kann und wo man auch keine Bildung für braucht. Dazu im Gegensatz, die Medizintechnik ist genau das Gegenteil. Wir haben zunächst mal kein Massenprodukt. Jedes Produkt, Medizinprodukt, ist für einen Patienten individuell zugeschnitten, auch wenn es manchmal nicht so klingt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch spezielle Eigenschaften, die wir bei Medizinprodukten brauchen, die wir bei Kernseife nicht haben. Zum Beispiel Sicherheit, Reproduzierbarkeit und die Individualität für den einzelnen Patienten. Und das müssen wir immer berücksichtigen. Am Ende gibt es nur eine Gemeinsamkeit im Anspruch. Kernseife ist billig und Medizinprodukte sollten auch billig sein. Aber dass das nicht ist, das wissen Sie selber, dass Medizinprodukte, wenn Sie an Röntgengeräte denken, schnell mal 100, 200, 300 bis 1 Million kosten können. Das ist aber nicht die ganze Geschichte. Ich habe mich die Frage deshalb gefragt, weil wir ja Medizinprodukte auch verkaufen müssen. Und die Leute, die Medizinprodukte verkaufen, müssen diese Spezifität der Medizinprodukte kennen. Sie müssen die Eigenschaften kennen, Sie müssen wissen, wie sie hergestellt worden sind, Sie müssen die Sicherheitsaspekte analysieren können und müssen am Ende auch den Preis vertreten, wenn der Preis mal etwas teurer ist. Und deshalb ist mein Statement, man kann Medizinprodukte nicht wie Kernseife verkaufen.